Dr. Date, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Praxiseröffnung. Dankeschön. Wir vom FlirtExpert wollen uns das natürlich nicht nehmen lassen, mal nachzuhaken, was es sich genau bei euch dreht beim Dr. Date. Wir haben uns das Ganze natürlich schon auf Facebook angesehen. Mhm. Wer sind denn so, wer ist deine Zielgruppe? Wer tummelt sich bei dir auf dem Portal und lässt sich von dir beraten? Eigentlich Leute, so sage ich mal, ab 18 bis 30 hauptsächlich. Männlein wie Weiblein, wobei der männliche Überteil ein bisschen überwiegend ist. Okay, ist das bei den Frauen vielleicht noch ein bisschen, dass sie zurückschrecken, weil sie Mann ist, oder sind die Frauen da einfach selbstbewusster als die Männer? Die Frauen sind, glaube ich, eher ein bisschen schüchterner, die schreiben mich dann privat an, weil sie nicht wollen, dass ihre Anliegen offiziell gemacht werden. Ja. Und da kriege ich immer die Mail, kann ich dir mal privat was schreiben, und dann kommt dann immer ein ganzer Brief und dann muss ich dann mal mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber es ist nicht so oft wie bei den Kerlen, also die Männer haben schon scheinbar mehr Fragen. Okay. Wie sieht es denn generell aus? Was unsere Leser mal interessiert, das erste Date. Mhm. Gerade die Männer sind erstaunlicherweise sehr unsicher, wollen das völlig durchstylen, durchplanen. Das Date klappt natürlich nie. Richtig. Dann ist die Frage, soll man das überhaupt vorbereiten oder gar nicht? Da kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich hatte die schönsten Dates immer dann, wenn ich nichts vorbereitet hatte, weil... Wenn ich jetzt ein bestimmtes Restaurant, einen bestimmten Kinobesuch, Theaterbesuch oder was auch immer alles durchplane, dann lässt es ja einen Rückschluss auf meine Persönlichkeit zu. Das heißt, ich will es perfekt machen für die Frau. Und ein Kerl, der es perfekt machen will, agiert ja schon wieder aus dem Mangel heraus. Und wenn man sich einfach trifft und gemeinsam den Abend passieren lässt, man entdeckt gemeinsam was, man entdeckt eine Bar, ein Café oder was auch immer, wo man noch nie zuvor gewesen ist, und hat eine gemeinsame Erfahrung, hat viele Ortswechsel mit dabei und viele schöne Erinnerungen, dann sind die Dates wahnsinnig intensiv und viel, viel emotionaler, als wie wenn dieses typische Abhaken, die wir mal auf dem Kaffee trinken, wenn ich frage dich ab, wer du bist. Ja. Das ist ja antiquiert und aus den 80er Jahren eigentlich. Meine persönliche Einstellung ist, ich erwarte gar nichts und ich freue mich auf das, was kommt. Die meisten machen den Fehler, die planen schon, wie sie jetzt das Mädchen ins Bett kriegen oder das Mädchen planen, wie sie das und das von dem Kerl kriegt, sie will da und da eingeladen werden. Finde ich immer recht schade. Man sollte sich einfach auf denjenigen freuen und schauen, was passiert. Und man kriegt so eigentlich am allermeisten. Dann habe ich gesehen bei euch, es wurde sehr kontrovers diskutiert, erster Kuss oder Sex beim ersten Date. Wie ist da deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, wenn es passt, dann passt. Genau, kann man so also praktisch keine Hemmung, aber auch eben nicht anstrengend. Nee, also Hemmungen darf man schon mal überhaupt nicht haben, Unsicherheiten sind nicht so gern gesehen, wobei, man darf es nicht verwechseln, Unsicherheiten kaschieren ist nicht so gern gesehen. Wenn man unsicher ist und es zugibt, dann ist es ja schon wieder sexy. Okay. Wenn man sagt, ich traue mich jetzt eigentlich nicht so, aber irgendwie gefällt es mir, dann ist es ja schon wieder charmant. Jetzt haben wir hier den absoluten Profi sitzen, der hat bestimmt trotzdem oft auch schon mal einen Korb gekriegt. Was war deine peinlichste Abfuhr? Oh, müsste ich zu überlegen. Also glücklicherweise, was erzählen darf und was nicht. Kommt nicht ganz so oft vor, aber klar ist es auch schon ziemlich häufig vorgekommen. Und das Schlimmste, was mir mal passiert ist, schon einige Jahre her, ich habe mich mit dem Mädchen in der Bar unterhalten und die sagte mir, ich gehe jetzt kurz aufs Klo, und irgendwie kamen die halt dann nie wieder. Und das war schon irgendwie ein sehr, sehr peinliches Erlebnis. Okay, aber trotzdem einfach weitermachen. Klar. Was gibst du unseren Lesern so als abschließendes Motto für die Dates auf dem Weg? Geht raus, habt Spaß, interessiert euch für die Leute, versucht nicht die Leute zu beeindrucken, sondern hört euch an, wer die Person ist, interessiert euch für die und habt die besten Gespräche und die besten Dates. In dem Sinne, ich wünsche euch weiter viel Erfolg. Dankeschön. Deine Dates laufen einfach nie so, wie du willst? Süße, kein Problem. Da brauchst du einen Arzt. Schau einfach mal bei uns in der Praxis vorbei und hol dir die richtigen Dating-Tipps von unserem schnuckligen Dr. Date. Dann kommen auch die Kerle auf Spur. Jetzt bei Facebook Fan werden.